Hallo und herzlich willkommen zurück zu Garden Witch Live. Ja, ich hoffe jetzt mal, dass wir, wenn wir Tin was zu essen gebracht haben, auch direkt mit ihr sprechen können. Müssen uns noch mal kurz um den Garten kümmern, bevor wir los. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Ah, die brauchen aber noch was. Ich wollte gerade sagen, weil. Sieht nämlich nicht so aus, als ob die schon am Blühen sind, richtig? Oh, aber meine Rosen sehen schon gut aus. Die sind gut hochgeklettert. Allerdings nicht so gut, dass das hier zusammen ist. Oh, Moment, Moment, Moment. Ich brauche doch Löwenzahnblüten, ne? Genau. Dann nehmen wir die auch noch direkt mit. Ja, sehr schön. Du warst, glaube ich, noch nicht fertig. Doch, Moment, Samen können wir hier nehmen. Dann machen wir das doch. Dann tauschen wir das einmal. Und machen da wieder eine neue hin. Zack. Du bist auch fertig? Ja, alle diese rosa sind fertig, oder? Ja. Perfekt. Machen wir da was Neues hin. So, dich sammeln wir auch ein. Dich auch. Einmal, zweimal. Und dich auch. So. So können wir das Ganze natürlich schön vermehren. Und dann zwischendurch immer gucken, okay, was brauche ich jetzt, ne? So, Rosmarin ist soweit auch fertig. Sehr schön. Dann müssen wir das mal eben tauschen. Dann einmal. Das auch. Und zweimal. So. Was haben wir denn hier? Auch Rosmarin. Kriegen wir aber noch keine Samen raus. Da kriegen wir auch keine Samen raus. Aber sieht sehr schön aus hier, ne, muss ich sagen. Und da kriegen wir überall auch keine Samen raus. Okay. Dann würde ich sagen, dass wir hier erstmal kurz ein bisschen gießen. So. So, die sollten wir vielleicht auch mal gießen, ne? Hier die Rosen. Euch auch. Es ist aber schon schön grün geworden, muss ich sagen, hier. Sieht schon klasse aus. Nur der Baum, der ist irgendwie nicht mehr. Machen wir das hier nochmal zu. So, hier ist es noch was grüner, aber hier machen wir trotzdem auch nochmal so ein bisschen drumherum. So, komm, du kommst mir nicht weg. Haha. Was ist denn hier? Wächst hier ein Bäumchen? Dann gießen wir das natürlich auch mal kurz mit. So, die brauchen wir. Das war ja irgendwie Kamille oder sowas. Ihr seid ja fertig, aber euch gieße ich trotzdem noch mal. So, das. Irgendwas blinkt doch hier die ganze Zeit. Was ist denn das? Ich höre mal so pling, pling. Also jetzt gerade nicht mehr, aber. Hallöchen, meine kleine Ente. Ja. So. Ja, egal. Hauptsache, ich habe dich ein bisschen bewässert. Euch bewässer ich auch. So, das ist Pusteblume. Diesmal eigentlich sind die schon zu weit. Hallöchen. Ja, mein kleines Häschen. Du auch noch mal. Ihr sollt euch doch gut fühlen hier. Boah, ist der groß geworden. Krass. Ja, ich weiß, ich weiß. Ach so, ich habe meine Sonnenblumen vergessen. Oh, das Wichtigste vergessen. So, dann haben wir hier, glaube ich, erstmal alles erledigt. Dann geben wir mal. Achso, dann können wir mal eben die Samen wieder reintun. Das ist das hier und das ist das. Tomaten können wir hier nicht reintun. So. Dann gehen wir jetzt mal schnell zu Tin. Oh, hier hinten wächst auch was. Sehr schön.
Ach, ich habe die anderen Sachen nicht dabei, ne? Ich hab's vergessen. Okay, dir muss ich erstmal Essen bringen. Ein Geschenk für dich, ja? Und mein letztes Essen. Bitteschön. Informiere dich über die Forschung. Kann ich das jetzt schon? Das ist jetzt die Frage. Brauchst du noch was? Ja, wie geht es mit der Forschung voran? Perfektes Timing. Du siehst glücklich aus. Weil ich es bin. Ha! Dank dir kann ich endlich wieder Zeit mit dem Erfinden verbringen. Es fühlt sich so erfrischend an, als könnte ich endlich wieder durchatmen. Aber warum reden, wenn ich dich einfach... Wenn ich dich einfach vorstellen kann, hä? Das ist Marienka. Ah ja. Sag Hallo, Marienka. Ah, sie mag dich. Hallo, Marienka. Schön, dich kennenzulernen. Wow, Tin, du hast sie also erschaffen? Ja, unglaublich, nicht wahr? Sie ist ein Unikat mit einer ganz eigenen Persönlichkeit. Und sie hat sich bereit erklärt, mir bei meiner Arbeit zu helfen. Das bedeutet, dass ich in Zukunft mehr Zeit haben werde. Wenn du also mal Hilfe brauchst, bin ich für dich da. Wer weiß, vielleicht findest du ja noch mehr alte Teile, an denen ich basteln kann. Und ein paar neue Freunde wollen sich dir in deinem Garten anschließen. Das wäre cool. Was ist denn... Finde ein zweites Artefakt. Okay. Aber sonst hat sie nichts mehr zu sagen jetzt, oder? Nee. Kaufen können wir wahrscheinlich auch noch nichts, weil das noch nicht hoch genug ist. Ich weiß auch nicht, ob das dadurch hoch geht oder nicht. Wenn man... Ich kann aber mit den Kleinen auch nichts machen. Also wenn ich mehr Artefakte finde, nehme ich mal an, werde ich dann auch... Ja, so ein Tierchen in Anführungszeichen. Das ist ja kein richtiges Tierchen. Das ist ja ein Roboter, sage ich mal. Werde ich dann auch für den Garten kriegen können. Hört sich zumindest so an. So, ich glaube, mir fehlt immer noch ein Tag, um hier machen zu können, oder? Nee, Moment, ich habe 3 Zucker. Ach, ich habe den Teig schon. Ah, perfekt. Dann geht's mal wieder auf ans Geld verdienen, weil ich denke mir mal irgendwo, wenn wir das kostenlos bekommen, ne? Warum nicht? Zack, Muffins. Tschüss. So, 2 Löwenzahnblüten brauchen wir noch. Die Kamillenblüten sind immer noch nicht durch. Und ja, Honig, keine Ahnung. Dafür bräuchte ich ja eigentlich Bienen, aber ich habe keine Bienen. Achso, Rosen, genau. Bei der könnten wir noch mal kurz vorbeischauen. Ah, Moment. Bevor ich das vergesse. Einen Muffin haben wir noch, sehr schön. Und da haben wir auch noch welche drin. Hallo? Einen haben wir noch drin, okay. Jetzt haben wir wieder 11 drin. Gut, dann schauen wir mal. Ich hoffe, Madame ist da, aber ich gehe mal davon aus. So, Hallöchen. Ich habe ein Geschenk für dich. Und zwar habe ich eine Rose. Wenn ich sie denn splitten kann. Bitteschön. Ich habe keine Ahnung, ob man das irgendwie angezeigt bekommt, wenn das hoch genug ist. Wir können nochmal nachgucken eben. Charaktere. Lyra war das, ne? Die ist jetzt auf 4. Heißt das jetzt, sie ist auf Level 4? Oder ich habe irgendwie 4 von 10 und dann geht sie ein Level höher. Das ist jetzt natürlich die Frage. Bei ihm ist 2... Ich weiß es nicht. Gut, die anderen können wir jetzt gerade noch nicht so wirklich machen. Ich wollte eigentlich das Geld zusammensammeln für die fürs Werkzeug, aber ihr habt mir ja schon geschrieben, dass ich noch Sachen bei Tin kaufen soll. Ich bin jetzt gerade am Überlegen. Ich hatte aber irgendwas für 1500. Nee, warte mal. Hier sehe ich das. Irgendwas für 1500 wollte ich mir... Ach so, das war dieses Haus. Genau. K
Kamillenblüte. Nee, der wollte Gänseblümchen haben, ne? Aber Gänseblümchen habe ich, glaube ich, gar keine. Sage ich das jetzt richtig? Ich kann mir das alles total schlecht merken, wenn ich ehrlich bin. Deswegen habe ich das ja auch im Blog alles aufgeschrieben. Also wenn ihr da mal nachgucken wollt, guckt gerne bei mir im Blog nach. Auf gameplayerin.wordpress.com. Ich meine aber, Gänseblümchen habe ich nicht. Kann ich auch nicht anpflanzen. Sieht mir gar nichts nach Gänseblümchen aus hier. Ich gucke immer zur Sicherheit da nochmal nach, aber nee, nee. Ich habe auch keine Gänseblümchen, die hier rumlaufen. Habe ich dich heute schon gestreichelt? Ich weiß es nicht. Ich mache es einfach nochmal. So. Dich habe ich schon gestreichelt, aber du bist meine einzige Ente, deswegen streichle ich dich nochmal. So. So, da oben können wir, glaube ich, wieder Erdbeeren holen. Kann das sein? Irgendeiner hatte mir auch geschrieben, es tut mir leid, wenn ich die Namen immer wieder vergesse. Irgendeiner hatte mir noch im Kommentar geschrieben, dass ich auf die Erdbeeren aufpassen soll, weil die nur im Frühling kann nicht sein. Wir sind jetzt im Sommer. Im Sommer, glaube ich, nur drin sind. Deswegen gehen wir die hier auch nochmal eben ernten. Wie viel haben wir bekommen? Zwei. So, da hinten können wir nicht mehr hochklettern. Ich bin mir gerade echt nicht sicher, ob wir hier drin vielleicht mal Gänse. Nee, hier drin bestimmt nicht. Ob wir hier drin mal Gänseblümchen hatten. Hä, Moment. Komme ich hier nicht mehr hoch, oder was? Ach, kommt. Weil das Problem ist, Honig kann ich ja jetzt im Moment noch nicht holen. Ein zweites Artefakt ist ja alles schön und gut, aber wo soll ich das hernehmen? Ich weiß noch nicht mal mehr, wo ich überhaupt das erste hier habe, wenn ich jetzt ehrlich bin. Ich habe schon wieder alles vergessen. Da das noch ewig und 3 Jahre dauern wird, bis wir den Besen machen können. Moment, hier können wir hoch. Ah, da ist auch noch was. Sehr schön. Weil euch kann ich nicht mitnehmen, ne? Ihr könntet Gänseblümchen sein von der Optik her, aber. Oh, jetzt geht das wieder los. Hüpf, mein Kindchen, hüpf. Da komme ich auch wieder nicht hoch, ne? Ja. Kann ich die einsammeln oder wieder nicht? Moment, Feengras. Hallo, ich habe gegriffen. Wieso geht das nicht? Was ist mit dir? Du siehst auch aus, als ob ich dich einsammeln kann. Warum geht das nicht beim ersten Mal? So, dann nehmen wir auch noch mal was mit. Alter. Bis man hier wieder rausgehüpft ist, ne? Aber so wirklich viel ist jetzt hier, glaube ich, nicht erneuert. Du bist, glaube ich, noch nicht reif oder wie auch immer. Haben wir hier noch was? Mal hier durch. Sieht mir nicht so aus, ne? Ich glaube, hier habe ich. Ah, nee, Moment, oder? Nee, das ist gar nichts zum Einsammeln. Das war gar nichts zum Einsammeln. Na ja, gut, okay. Hier nicht der Ausgang, doch, ne? Dann schauen wir noch mal bei dem anderen nach. Vorausgesetzt, ich komme noch mal hier raus. Ja, okay. Es ist schon. Haben wir hier eine Brennnessel? Die nehmen wir mit. Ja. Wir haben eine unendliche Brennnessel. Was war das denn?
Ach, reines Herz. Ich habe gerade reines Harz gelesen. Okay, dann gucken wir mal, ob im Wald noch irgendwie was Neues drin ist. Und ja, im Moment können wir halt nicht so viel machen, ne? Das ist halt das Problem. Das Einzige, was ich wirklich machen kann, ist jeden Tag nochmal. Hier haben wir auch nochmal was. Jeden Tag nochmal was. Was suchen, ob jetzt hier wieder was Neues ist. Aber das muss ich dann natürlich nicht mit euch zusammen machen. Kann man den fällen? Ja, oder? Oh ja, ich brauche Stücke. Ich brauche Stücke. Das ist gut. Warum schläfst du hier? So, den konnte ich nicht fällen, ne? Oder doch? Oh, sehr, sehr geil. Aber hier konnte ich nichts mehr fällen, weil da nichts nachwächst, glaube ich. Kann ich denn die Steine hier? Ah ja. Sehr schön. Haben wir auch nochmal Stein. Wobei Stein ist, glaube ich, nicht unser Problem gewesen, sondern wenn, dann ist Holz unser Problem gewesen. Ja, komm. Da können wir nichts nehmen. So. Die können wir auch nicht machen. Ich gehe noch mal eben in die Mine rein, ob da noch mal was Neues ist. Da hinten sehe ich noch was. Das Problem ist auch, wir müssen da hinten ja eigentlich noch die Brücke bauen, ne? Oh, komm, spring drüber. Aber so viel Holz habe ich jetzt auch nicht. 11 Holz. Ich weiß nicht mehr genau, ob ich 100 brauchte oder ob ich 50 brauchte. Wie komme ich denn dahin? Von da aus? Hallo? Dass man dabei hängen bleibt, ne? Mann, das heißt, ich muss hier einmal runterspringen. Da unten ist auch noch was, sehe ich gerade. Zack. So, hier durch. Uiuiuiui. Okay. Ach, da schlafen die Fledermäuse. Ich wollte gerade schon sagen. Ich wollte gerade schon sagen, was kommt denn jetzt hier alles? 100 Bretter brauche ich dafür, ja. Und dann können wir da hinten nämlich auch noch mal irgendwas machen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich nur abbauen. Ich weiß nicht, ob ich da durch das Tor nochmal durchkomme. Oder ob ich das im Endeffekt schon erledigt hatte. Keine Ahnung. Gucken, ob ich hier noch genug Ausdauer habe, um das alles mitzunehmen. Zumindest die Erze wären schon mal gut. Ja, aber für die Erze sieht das eigentlich ganz gut aus hier. Ich weiß auch nicht, ob ich später selber mal so einen Schmelzofen bekomme oder so, damit ich die selber mal herstellen kann. Damit komme ich darüber, aber ich glaube, da kam ich nicht hoch, ne? Da muss ich, meine ich, tatsächlich das andere nehmen. Du sollst nicht das nehmen. So. Hier ist auch noch mal so viel Kupfer. Hilfe. Also Hilfe im positiven Sinne. Eieieiei. Nein, nicht runterfallen. Habe ich die jetzt alle genommen? Oder sind die letzten runtergefallen? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Antiker, uralter. Jetzt weiß ich gar nicht mal, was ich jetzt brauche. Einen von den beiden brauche ich. Nein. Hat er den jetzt noch angenommen? Ich weiß es nicht. Der flattert dann immer so runter. Und dann kurz danach steht dann aber da drin.
dass ich den eingesammelt habe, aber ich weiß nicht, ob das ein anderer war oder ob das der ist, der runtergefallen ist. Keine Ahnung. Okay, oh, da hinten war noch was. Moment, wie komme ich denn jetzt dahin? Ah, das sieht gut aus. Ha! Aber ihr seid irgendwie hier unten. Das ist ja... Das ist doch doof hier. Nein! Oh, ich wusste es. Hey, die sind so blöd da drin. Die kann man doch gar nicht richtig nehmen. Ah, na gut. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich jetzt hochkomme. Moment. Da... Ah, da sind auch noch welche. Ach, komm. Bleibt doch nicht überall hängen. Das liegt wahrscheinlich an deiner Glatze. So. Oh nein. Oh, komm. Na? Na? Bleibe ich jetzt hier schon wieder hängen? Wie ging das nochmal? Spielerstandort zurücksetzen. Zack. Ich hasse das. Ich bleibe immer irgendwo hängen. Okay. Da unten habe ich noch jede Menge. Moment. Dann muss ich in die andere... Oh, jetzt habe ich natürlich keine Ausdauer mehr. Scheiße. Ach komm. Jetzt habe ich endlich die Stelle gefunden, wo viel ist. Jetzt habe ich ja keine Ausdauer mehr, oder was? Flutsch. Zwei. Drei. Oh, aber ich krieg die noch alle. Oh, sehr, sehr gut. Sehr, sehr geil. Okay, dann setz mich nochmal eben zurück. So. Sonst haben wir, glaube ich, hier nichts mehr großartig. Dann können wir wieder rausgehen. Muss ich erstmal kurz gucken. Ja, dann bin ich auch wieder da, wo ich reingegangen bin. Das ist gut. Der schläft hier immer noch. Genau, ich brauche noch eine Löwenzahnblüte. Ach, der Tag hat sich schon wieder zurückgesetzt, ne? Löwenzahnblüte. Da. Dankeschön. Oh, was ist jetzt? Was ist jetzt? Sommerfest. Hey Gameplayerin, morgen werden wir gemeinsam die Sonne begrüßen, um den Beginn des Sommers zu feiern. Wenn du dabei sein möchtest, komm zum sukkulenten Backstübchen am Strand, bevor die Sonne aufgeht. Wir freuen uns alle darauf, dich dort zu sehen. Es wird jede Menge leckeres Essen geben. Okay. Oh, meine Rosen. Moment. Die Frage ist jetzt... Oh ja, die kann ich ernten. Das ist cool. Oh, ich komme sofort zu euch, Leute. Das sieht auch... Hier sieht es richtig schön aus. Boah. Boah, also hier haben wir jetzt aber richtig gut Rosen bekommen. Meinen die jetzt morgen im Sinne von Sonntag oder meinen die jetzt morgen im Sinne von heute? Ich weiß ja nicht, wann der Brief da ist. Ich gehe jetzt mal eben zur Backstube. Sonne ist ja auch noch nicht aufgegangen. Vor der Backstube, in der Backstube. Ich habe es jetzt gerade gar nicht. Ja, aber ich denke mal nicht in der Backstube. Ich denke mal irgendwie hier vor, ne? Da sind jetzt alles Pfeile. Waren vorher auch Pfeile da? Ich bin mir jetzt gerade ehrlich gesagt nicht sicher. Kann ich mir das, was ich gelesen habe, nochmal angucken? Achso, Moment, da wollte ich aber auch nochmal kurz rein. Ich wollte das hier wegtun. Jadefunkelblatt, was ist das denn? Okay. Tagebuch. Neue Aufträge. Neues Zuhause. Das sind aber nur die Sachen. Hm.
Tja. Ich werde hier mal noch eine Weile Sand holen. Mal schauen, ob sich da noch irgendwas tut, weil Sonnenaufgang sollte ja 6 Uhr rum sein. Und sind wir mal ehrlich, noch sehe ich hier keinen. Es ist auch nicht dekoriert, ne? Also ich denke mal, dass wahrscheinlich der nächste Tag gemeint ist. Dass das jetzt ab Mitternacht irgendwie getriggert wurde hier. Ich weiß es halt nicht. Aber ich denke mal nicht, dass sich jetzt wirklich noch irgendwas tut. Ich gehe noch mal zu unserer Rosendame hier. Achso, ist hier noch irgendwas? Moment, das heißt, wir haben noch nicht genug. Okay. Ich gebe noch mal eben ein paar Rosen ab, aber. Oh, alles dunkel. So, ich habe ein Geschenk für dich. Aber eins, keine 26. Zack. Dankeschön. Das ist auf jeden Fall zurückgesetzt worden. Also müsste ja eigentlich, ne? Müsste das dann eigentlich darauf bezogen sein, dass dann am Montag irgendwie ein Feier da stattfindet? Weil wir haben jetzt fast 4 Uhr. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Moment. Tin. Feenstaub haben wir. Ach, die ist noch gar nicht. Arbeitet die überhaupt sonntags? Ich bin mir nicht sicher. Ich bleib hier mal einen Moment stehen und guck mal eben, ob die sonntags überhaupt arbeitet. Kann man das eigentlich hier irgendwo sehen bei den Beziehungen oder so? Beziehungsweise den Charakteren. Alter. Nö. Kann man nicht sehen. Was ist denn da hinten so am Leuchten? War das hier immer schon so am Leuchten? Ich habe da ehrlich gesagt noch nie drauf geachtet. Hat aber nichts mit der Backstube zu tun. Weil da ist immer noch nichts dekoriert oder sonst was. Nee, okay. Ja, bei Tim bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, wir waren nämlich schon mal da und die hat nämlich sonntags dann nicht gearbeitet oder so. Ich werde hier mal einen kleinen Moment stehen. Ich schneide das dann eben raus, während ich hier warte. Und ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns gleich wieder. So, und da kommt Tin auch schon. Ist die Frage, können wir sie jetzt schon mal ansprechen? Ja. Nee, ich brauche nichts, aber ich habe ein Geschenk für dich. Und jetzt gucke ich zur Sicherheit nochmal schnell nach. Feenstaub war auf jeden Fall dabei, genau. So, bitteschön. 100, sehr schön. Das heißt, wir sind jetzt bei Tin auf Level 2. Na gut, wir sind, ja stimmt, wir haben jetzt zwar die ganze Zeit was gegeben, aber wir haben natürlich kein Dings gemacht hier. Wir haben hier nichts gegeben zum Level. Ja, doch, zum Leveln schon, aber nur um ganz minimal zu leveln. Was war das? Wie ein paar Samen für mich. Sommerfest. Aber da steht auch kein. Ja. Steht auch kein. Kein Datum drin, das ist schade. Ich gucke morgen da nochmal nach. Kann ich mich eigentlich schon fast wieder um die Pflanzen hier kümmern? Oh, Moment, da hinten ist noch Löwenzahn. Wie lange brauchen die ja eigentlich noch? Für die Blüte noch 2 Tage, okay.
Da sammeln wir noch mal was im Petto. Was ist mit euch? Ihr wart die Rosen. Aber die lassen wir einfach hier stehen, würde ich sagen. Die sehen da eigentlich ganz schön aus. Ja, ihr Lieben, dann würde ich sagen, dass ich mich noch mal hinlege. Was auch doof ist, weil ich dann um 6 Uhr aufstehen werde und dann das Sommerfest nicht mitmachen kann, ne? Ah, das ist auch blöd. Aber ich habe halt keine Ausdauer mehr und ich habe auch keine Lust, jetzt nur deswegen noch was zu machen. Ja, muss ich mal schauen, ob ich das Sommerfest mitmachen werde. Eigentlich haben die ja nur davon gesprochen, dass man miteinander redet oder so. Ich weiß nicht, ob das jetzt so super toll ist. Wir machen auf jeden Fall hier erstmal einen kleinen Cut. Wie gesagt, wenn jetzt erstmal keine Folgen mehr kommen, dann muss ich noch warten. Ich habe auch keine Ahnung, wie gesagt, wo ich den Honig herbekomme. Es ist anscheinend tatsächlich unterschiedlich. Also irgendjemand, der das Ganze bei Epic spielt, hat wohl Honig schon von Anfang an bekommen. Ich finde ihn nirgendwo. Ich habe jetzt auch schon versucht, den zu kaufen und alles. Das funktioniert auch alles nicht. Das zweite Artefakt, ja, vielleicht kriege ich das in der Höhle. Da bin ich mir nicht sicher. Vielleicht sollten wir noch mal auf Wanderschaft gehen hier in diesen Ort. Aber ich denke, da kommen wir dann auch immer nur zu der gleichen Stelle zurück. Also ich weiß nicht, ob uns das hilft. Ich werde das mal mit aufnehmen, wenn ich dahin reise. Ob ich dann die Folge wieder löschen werde oder was. Oder einfach nur zeige hier. Es ist leider nichts Neues drin, muss ich mal schauen. Ich denke aber mal, dass ich jetzt erstmal nicht allzu viel tun kann. Das finde ich halt immer so ein bisschen blöde, weil man hat dann wieder den nächsten Tag nichts zu tun, weil man halt nicht weiterkommt. Die Blüten, okay, da müssen wir jetzt, also die Kamillenblüten, da müssen wir jetzt halt noch 2 Tage warten. Das ist auch alles soweit okay. Aber woher kriege ich den verdammten Honig? Also sorry. Ich weiß nicht, für die Bienen, nee, für die Bienen konnten wir auch kein Haus bauen, wahrscheinlich weil jetzt keine Bienen da sind. Vielleicht müssen wir auch erst ein Haus bauen, um dann die Bienen kaufen zu können. Ich habe absolut keine Ahnung. Und das Problem ist halt, dass wir ja noch leveln müssen, damit wir wahrscheinlich dann auch bei der einen, hieß die Lilly, ne? Bei der Lilly dann was machen können. Ich guck mal, ob wir eventuell Eiscreme besorgen können irgendwo. Weil das Problem ist, die mag halt Honig, aber ich habe keinen Honig. Und wahrscheinlich muss ich die leveln, um bei ihr dann was holen zu können. Ich habe keine Ahnung. Ich bin ja auch schon hingegangen, um zu gucken. Das können wir vielleicht noch mal ganz kurz machen, ob das jetzt sich verändert. Eigentlich will ich die Folge beenden. Ja, ich gebe es zu, aber das können wir noch mal kurz machen, bevor ich jetzt hier Quatsch erzähle und das jetzt auf einmal doch möglich ist. Ich war ja mit euch schon mal mindestens zweimal bei Lilly, um zu gucken, ob ich vom Honig hier was klauen kann. Also von den Waben. Beziehungsweise hier von den Dingern hier. Aber das klappte ja auch nie. Ja, und es ist immer noch nicht. Ich kann immer noch nur mit ihr reden. Kann auch nicht von der anderen Seite. Also selbst wenn ich hier drücke, ohne dass was ist, können wir nichts holen. Geschenke habe ich gerade nicht. Handwerk. Achso, sie hatte das Schneckenhaus. Okay. Tja. Mehr hat sie aber halt nicht. Außer die Beete. Und die Beete bringen uns auch keinen Honig. Es ist doof, aber naja. Er arbeitet jetzt nicht, ne? Und da können wir gerade auch nichts machen. Nee, es tut mir leid, ihr Lieben, aber es funktioniert nicht. Dann würde ich sagen, bevor ich jetzt mit euch wieder zurücklaufe, ich mache hier wirklich erstmal einen kleinen Cut und dann sehen wir mal. Also sollte in den nächsten Tagen erstmal kein Video mehr kommen von Garden Witch Live, dann tut es mir wirklich leid. Aber was soll ich mit euch immer in der Gegend rumlaufen und ihr schaut mir dabei zu, wenn ich irgendwelche Blumen ernte oder sowas und es tut sich halt nichts? Also Kräuter, nicht Blumen. Ja. Wenn ihr noch einen Tipp habt, wie ich das Ganze vielleicht beschleunigen kann oder wo ich nochmal gucken kann, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten müssen wir halt warten, bis sich mal wieder was tut. Es tut mir leid, aber so ist es nun mal leider im Spiel aktuell.
Vielen Dank trotzdem fürs Zuschauen bis hier und ich sag mal bis zur nächsten Folge. Es werden auf jeden Fall noch weitere Folgen kommen, so. Aber ich weiß halt nicht genau wann. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen, vielen Dank an meine Unterstützer Beatkrieg, Cornelia Völkner, Markus K. und Timothy Nasu. Vielen Dank für eure Kanalmitgliedschaft. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!